Hi, ich bin Hermann. Dietmar. Und wir müssen mal über Gin reden. Wir genau. haben, ich sag mal ein bisschen was zu meiner Gin-Story. Ich mag eigentlich nichts, was bitter ist. Also ich mag nur Sachen, die eher nicht so bitter sind. Und wir waren vor ein paar Jahren zusammen mal auf einer Messe, auf einer Veranstaltung in Berlin und sind dann abends mit ein paar Freunden in einer Gin-Bar versackt. Und da ist irgendwie spontan ein kleines Gin-Tasting daraus entstanden. Und ich habe dann Gin getrunken. Ich weiß leider nicht mehr, welchen genau, das muss ich nochmal rausfinden, aber der war gut. Ich kann mich nur noch an das rötliche Tonicwasser, was ich sehr befremdlich fand, erinnern. Ja, dann, genau, der hat auf jeden Fall irgendeine Farbe, das weiß ich noch. Und ja, da war ich so ein bisschen so, Gin kann ja doch schmecken. Ist ja doch nicht immer bitter oder schmeckt nicht oder so. Genau, da habe ich das, hat das für mich so ein bisschen angefangen. Du bist ja schon länger Gin-Trinker und jetzt haben wir zuletzt so ein bisschen mal über Gin generell gesprochen. Genau. Und die Gin-Story eigentlich, was so hinter dem Gin eigentlich alles steckt. Ja, wieso das eine so von Höckskin auf Stöckskin, was gibt's zu Gin? Und ich bin tatsächlich jahrelanger Gin-Trinker und eigentlich relativ festgefahren, habe aufgehört, vor bestimmt schon 8 Jahren rumzuexperimentieren. Und ich weiß, wie ich meinen Gin Tonic mag. Und deswegen ist so ein bisschen dieser ganze Gin-Hype an mir vorbeigegangen, weil ich ja wusste, was ich wollte. Und die 2, 3 Dinge, die ich dann, die neu waren, wie der Hendrix damals, ich habe so eine leichte Buckenphobie. Deswegen ist er an mir vorbeigegangen. Leicht ist gut. Und dann kam irgendwie dieser Monkey 47, den irgendwie alle ganz cool finden. Ich finde das auch toll, dass wir einen deutschen Gin haben. Und seine Geschichte hat, aber der war mir einfach, das war mir so zu viel des Guten. Und deswegen bin ich halt immer dabei geblieben. Jetzt haben wir halt diskutiert, weil noch ein Bekannter von mir, ein ehemaliger Arbeitskollege, tatsächlich auch einen Gin auf den Markt gebracht hat vor einem halben Jahr. Mhm. Und ja, dann war so die Frage, woher kommt dieses Gin-Zeug eigentlich? So, das war ja, die Grundidee, ne? Kommt das jetzt aus England? Ne, ich weiß, dass es schon nicht daher kam, aber irgendwie ist das ja so die erste Idee, London 3 Gin. Genau, wenn du mich jetzt im Vorfeld gefragt hättest, so als jemand, der sich überhaupt nicht so viel mit Gin auseinandergesetzt hat, weiß, dass es das gibt und dass man das irgendwie trinkt und bitter schmeckt und so weiter, hätte ich jetzt auch gesagt, Gin, klar, ist irgendwie ein Getränk aus England, irgendwie aus der Ecke. Ja. Da ist es ja auch irgendwie groß geworden und heute, wenn du jetzt so die letzten Sachen siehst, ist ja sehr viel England auch. Mhm. Allerdings, wenn wir jetzt mal geschaut haben, so die letzten Wochen, es gibt ja auch, glaube ich, 2550 deutsche Gin-Marken irgendwie. Ja, gefühlt kommen da auch regelmäßig neue dazu. Also irgendwie, wenn man sich das dazwischen anguckt, gibt es ja doch etliche Gin-Marken, die auf jeden Fall dazukommen. Und das, was uns halt irgendwie interessiert hat, wo kommt das Zeug her? Genau. Und die erste Quelle ist Wikipedia. Da haben wir erstmal geguckt. Genau. Eins schon mal vorweg. Ist Unsinn, was da steht. du brechst da direkt durch. Ja, muss auch. Weil jetzt kann man einfach abschalten und sagen, okay, lese ich einfach Wikipedia, fertig. Ja. Das haben anscheinend viele gemacht. Ja. Und es hat irgendwie Einstieg. Ne? Du gibst bei Google das ein und dann findest du das und relativ weit vorne, dann liest du dir das durch und das hört sich auch irgendwie alles, ja, es hört sich irgendwie auch logisch an. Ja? Und auf jeden Fall ist so der erste logische Eindruck, der sich hier gibt, auf jeden Fall schon mal verantwortlich für das, was wir denn hier tun. Wir haben einen Namen auch gefunden. Ne? Und es ranken sich, es gibt verschiedene Quellen, aber auf jeden Fall gibt es mal jemanden, sagen, dass der Franz Delebouë, und zwar wird der Delebouë, kann man auch sagen, weil der hat so 2 Pünktchen über dem E und war mal gesehen. Aka Franciscus Silvius, ne? Das gibt es ja auch noch als eine Namensgeschichte. Ah ja, okay. ist eine ganze eigene Folge wert, weil wir haben eine wissenschaftliche Datenbank gefunden, wo es, glaube ich, 15 verschiedene AKs gibt, wie dieser Mann hieß. Teilweise wurde der auch in falschen Jahrhunderten verortet. Riesenmysteriöse Geschichte, die dahinter steckt. Und auf jeden Fall, das ist erstmal der Namensgeber. Und ja, die Geschichte war dann, wir gucken mal und haben da schon bei den ersten Recherchen so ein bisschen rausgefunden, irgendwie passt das nicht, oder? Ja,
Ja, ich glaube, erstmal kam da so ein Peak in Richtung, ach, das ist ja total geil, der hat es erfunden. Und da kam er dann, da schaut man sich mal an, wo kommt er denn her, wo hat er denn gearbeitet, gelebt etc. Ne? Also war halt in Holland unterwegs, in Leiden unter anderem auch und ist ursprünglich Deutscher tatsächlich. Also irgendwie, ne? Gin kommt aus England, passt halt gar nicht, kommt halt irgendwie hier aus der Ecke. Ja, und versucht man erstmal rauszufinden, ja, was hat er denn damals gemacht? Was hat er dann so veröffentlicht? Ne? Hat er ein Rezept verfasst oder ähnliches? Und geht erstmal in die Richtung. Da warst du ja auch ganz euphorisch am Anfang, was das angeht. Ja, ich habe so gedacht, so, es gibt sehr viele Quellen, die alle behaupten, das ist der Erfinder. Und dann gibt es Leute, die sagen, das ist nicht der Erfinder, aber so Beweise gab es nicht. Und also, okay, es gibt Bibliotheken, dann kann man da mal nachgucken, recherchieren und dann irgendwann ein, das war auch gar nicht so viel Aufwand, ein Buch gefunden und habe mich da so ein bisschen von anderen Texten, die auf irgendwelchen Gin-Seiten standen, auch verwirren lassen und wie man lateinische Zutaten übersetzt, in welche Richtung das Ganze geht und hab dann gesagt, oh hey, super, ich bin wohl anscheinend der Erste, der Einzige, der hier so ein Gin-Rezept gefunden hat und habe mich dann aber so ein bisschen ja auch in die Irre führen lassen, was mir aber da noch gar nicht aufgefallen war, sondern ich war erstmal nur happy. Ich habe mal sofort einen Link geschickt, so, hey, hier, total easy, ich habe das Rezept, ich Er weiß, wo hat es das herkommt. Rezept. Genau, das war die Idee. Ich war kurz kaum glauben, dass er das Rezept gefunden hat. War total euphorisch. Wie geht das? Wieso finde ich das Rezept so Und einfach? wieso Das ist doch findet das kein Wahnsinn. anderer? Wieso Ja, findet das also, kein anderer? Wahnsinn. das war so. Ja, und wem bin ich dann? So ein paar Tage später kam mir das immer noch ein bisschen komisch vor, weil wieder andere Leute was anderes geschrieben haben. Und dann wurde dieses Buch, das er veröffentlicht hat, tatsächlich auch erst nach seinem Tod herausgegeben, was dann auch schon wieder ein bisschen komisch war. Und da fing so ein bisschen immer mehr Recherche an. Ne? Und ich habe dann auf jeden Fall das Rezept nicht gefunden da an der Stelle, weil das, was ich da gefunden habe, war tatsächlich ein uraltes Absinthrezept. Also das kann man sagen, das ist ein Absinthrezept. Und auf jeden Fall hat, es geht jetzt hier um Gin, aber was ich schon mal sagen kann, eines der ältesten Absinthrezepte hat dieser Franz de Lebeau, Boe, ich muss, ist halt schwierig, ne? Diese zwei Punkte über dem E Aber gibt ich es finde ja, wenn eigentlich man einfach nicht. Franz de Lieboe sagt, ist das am einfachsten, man versteht sie, Das dann kann hört man es sich ja. einfach so wegsagen. Ja, aber warum gibt es diese Punkte über dem E? Es gibt ja 20 verschiedene Schreibweisen. Deswegen Ja, ist es doch aber. egal, noch einfach die, die du aussprechen kannst. Na, ich, okay, dann sage ich Franz Dillebui. Ich muss mich daran Okay. gewöhnen, weil ich auch lange Bö falsch gesagt habe. Also diese Punkte über dem E, das wollte ich die ganze Zeit sagen, die stehen halt im Niederländischen dafür, dass man diese Wörter, diese beiden Buchstaben nicht zusammenzieht. Normal ist ein OE ja ein Ö, ja, bei uns im Deutschen und im Niederländischen ist auch nicht so viel anders. Und deswegen macht man diese Punkte darüber, damit man sie halt einzeln ausspricht. Okay, alles klar, So, verstehe. das war der Hintergrund. Ja, wo waren wir gerade stehen geblieben? Wir waren also bei diesem Rezept, das sich dann nachher als ein Absinthrezept herausgestellt hat. Und da waren wir wieder am Anfang. Genau. Da war im Prinzip so ein bisschen klar, irgendwie, ja, das steht irgendwie überall. Der Boe hat es gemacht, hat es erfunden. Du kannst War nennen, wie du willst, ja. der Erfinder des Gins und es ist auch egal, ich meine, es gibt diverse Blogs, Webseiten, teilweise Gin-Hersteller, die was zur Historie schreiben. Jeder verfasst es eigentlich irgendwie in die Richtung. Also haben sie alle irgendwie sich beieinander abgeschrieben oder bei Wikipedia abgeschrieben, weiß man nicht so recht. Auf jeden Fall scheint es tatsächlich so zu sein, er soll es gewesen sein, er soll der Erfinder gewesen sein, aber ist er offensichtlich nicht. Genau, es gibt einen Konsens. So hört sich das, es fühlt sich an, als würde es einen Konsens geben, bis auch so drei, vier Quellen, die was anderes behaupten. Und dieser Konsens ist, der hat es erfunden. Das war irgendwie im 17. Jahrhundert, 1600 X in Leiden. Da war er Professor. Das ist ein Konsens. Es ist, ja, der eine beschreibt es ein bisschen so wie, er hat es vielleicht nicht erfunden, aber er ist der Erste, der es niedergeschrieben hat. Der Nächste sagt, er hat es irgendwie registrieren lassen als Marke. Dann behauptet wieder einer, der hat es in seiner Apotheke nur verkauft oder was auch immer. Vor allen Dingen gibt es auch noch mal innerhalb dieser Universität Leiden Namensverwechslung. Es gab noch einen Herrn Franz de Boeuf, Irgendwie sowas, Bouve, ja. ja, der dann angeblich mit ihm verwechselt worden sein soll und
im Endeffekt eigentlich eine riesengroße Hanebüchen-Story. Wobei, da muss man eine Sache dabei sagen, und ist ja so ein bisschen, wenn man sich seine Story anguckt, oder wo kommt er denn her, was ist denn so, er ist halt Deutscher, er hat Medizin studiert, gelernt, er war an der Universität, hat auch in dem Bereich gelehrt, hat natürlich in dem Zuge auch viel verschriftlicht, verfasst, und hat im Prinzip, das ist ja das, was alle sagen, hat so ein bisschen auch das damals nicht Gin, sondern Geneva dann im Prinzip als Magenmedizin mehr oder weniger vertrieben, Anführungszeichen. Und das ist ja so, das ist ja, wenn man jetzt unabhängig davon stimmt oder stimmt es nicht, aber das ist ja seine Story. Das ist ja die Story, die hinter ihm packt. So nach dem Motto, es war halt irgendwie eine Medizin oder es war ein medizinischer Anlass, den er genommen hat, zu sagen, ich nehme dieses Getränk oder sag ich mal die Zutaten, pack das so zusammen, um dann zu sagen, es hilft gegen irgendwie Magenbeschwerden. Und dann anschließend ist daraus dann halt quasi ein Getränk erwachsen, was dann irgendwie alles... Weil es war lecker. Weil es halt lecker war, genau. Und die Kinder gerne Hustensaft trinken. Genau, das ist halt ja, das ist ja so die Story, die erstmal überall so steht, manifestiert ist und wo eigentlich die für sich ja erstmal rund klingt. Das muss man ja trotzdem mal, mal die Story überhaupt irgendwie zu sagen, muss man sagen, so ist ja erstmal okay. Panne gehabt. Ja. Wie sich das gehört. Erstes Video... Direkt die Hälfte vom Video nicht aufgenommen. Also fangen wir jetzt irgendwie mittendrin wieder an. Ich habe zuletzt gesagt, ich fand es interessant, dass der Franz de Leveux im Prinzip jemand ist, der aus einem Bereich kommt, wo man veröffentlicht. Und dass halt einfach er einer ist, der halt sich um dieses Thema gekümmert hat, um was zu veröffentlichen. Und genau deswegen sozusagen es vielleicht einfach Sinn macht, dass er derjenige ist, dem das alles angedichtet wird. Mehr oder weniger, weil er halt genau in diesem Bereich unterwegs gewesen ist. Medizin, Universität, wann der Dinge niederschreibt. Ja. Und das muss so irgendwie auch so zumindest so ein heimlicher Rockstar der Medizin und der Szene gewesen sein. Das steht zumindest schon mal fest, weil er war Professor der Universität in Leiden, das war das goldene Zeitalter. Mhm. Also alles ging von dort aus. Ne? Das waren so 100 Jahre, von denen irgendwie, wo das so der Mittelpunkt der Welt gefühlt gewesen sein muss. Ne? Und er war halt auch noch so ein bisschen, ja, heute ist er so ein Schlechter. Er hat halt versucht, so ein bisschen so den Lebenssaft der Menschen zu erforschen und erst an Leichen und an Venen und so und dann später an Hunden und Hasen. Und es gibt auch so einige Gerüchte, die sagen, dass nicht alles schon tot war, an dem er experimentiert hat. Und er hat auch wohl so Gehirnbohrer erfunden und er hat ganz, ganz wilde Sachen gemacht. War halt eine wilde Zeit damals, ne? Ja, war halt, ich glaube, ein sehr, sehr wildes Zeitalter. In den Kriegswirren auch noch. Ja, 30 Jahre Krieg, was ja auch nochmal heftig gewesen ist. Und insgesamt kann man auch sagen, dass es einige sinnvolle Quellen gibt und auch ein paar Belege dafür, dass es Sinn macht, dass sogar noch Bücher von ihm nach seinem Tod veröffentlicht worden sind. Zwar gibt es einen Biograf von ihm, der geschrieben hat, dass wohl sehr viele Sachen erst später von ihm veröffentlicht worden sind, weil er eine riesen Sauklaue gehabt haben muss. Also so wie Mediziner heute schreiben, ihn nochmal extrem. Muss wohl kaum leserlich gewesen sein und man hat das ja in Buchdruck umgesetzt und wenn dann der Buchdrucker kein Latein kann, dann ja, rätselt man, glaube ich, schon mal. Ne? Und wir sind ja, haben wir gerade am Anfang gesagt, ja auch schon mal der ein oder anderen Abkürzung erlegen, wo nicht ganz klar war, was war denn damit gemeint. Und ja, also es gibt ein rundes Bild, stimmt aber offensichtlich vielleicht nur einiges. Aber genau. Es ist vieles einfach völlig unklar. Und was wir so haben, sind, ich glaube, ganz viele lose Fäden in der Hand. Also es kann in alle möglichen Richtungen gehen. Es kann sein, hey, super, es hat bloß jemand vergessen zu referenzieren und alles stimmt. Wahrscheinlicher kann was völlig anderes sein. Uns hat das auf jeden Fall bewogen, ja, einfach mal so eine Podcast-Videoreihe zu starten, weil wir gesagt haben, das ist mal ein Thema, das ist noch nicht sofort erschöpft in einer, so in 15 Minuten, das kriegen wir da nicht rein. Genau, ja, im Prinzip wissen wir es, wo landen wir da am Ende, ne? Also wir wissen noch nicht so richtig, wo geht die Reise hin, es scheint irgendwie, wie gesagt, er wird halt überall genannt. Es gibt was ein offensichtliches Absinth-Rezept ist, was man denken könnte, was ein Gin-Rezept oder Geneva-Rezept damals gewesen ist, aber das ist eben nicht der Fall.
Und wenn man dem Ganzen einfach mal ein bisschen mehr Zeit widmet und mal hier und da ein bisschen links und rechts guckt, dann stellt sich halt raus, da passt das eine oder andere nicht. Und das fanden wir halt interessant, da haben wir gesagt, das ist ein Ding, da schauen wir uns mal genauer an. Und das wollen wir festhalten. Das wollen wir einfach mal ein bisschen Genau. den Weg dahin oder den Weg, wo er auch immer hinführt, mal mit dokumentieren, aufzeigen. Und das Ganze auch irgendwie in verschiedensten Formaten zur Verfügung stellen. Was halt auch noch so ein Nebenaspekt gewesen ist, warum überhaupt dieses Interesse da war, war so diese Geschichte, was hat sich eigentlich in der Gin-Szene in den letzten Jahren getan? Also so, ich hatte schon mal gesagt, ich habe meinen Gin eigentlich gefunden, genau mit meinem Tonic-Wasser und mag das. Jetzt gab es irgendwie diese Hendrix-Geschichte, ja, es gab Geschichten von anderen Gins, die es gegeben hat und so ein bisschen so, ich suche so nach dem Ursprung, so, was ist so, warum ist das Ganze so interessant geworden? Und ich glaube, dass das nochmal eine ganz andere Dimension nochmal annehmen kann. Genau. Das ist so. Ja, das ist auf jeden Fall das, mit dem wir hier so ein bisschen, über das wir philosophieren werden. Über, ja, Das das, beschreibt es ganz gut, ja. ich glaube, das Ja, ist das es, ne? stimmt. Andersherum haben wir uns aber auch vorgenommen, jetzt nicht die 35. Quelle im Netz zu werden, die irgendwas herumfabuliert, sondern wir haben auch einen Blog, Delibö oder deliboe.com, wo wir dann referenzieren werden. Also es werden sich die Quellen wiederfinden, über die wir hier sprechen, sodass man es auch selber nachrecherchieren kann. Und die Quellen werden nicht Wikipedia sein, sondern schon Universitätsbibliotheken oder andere Quellen, die irgendwie, ja, wie sagt man dazu, das ist reliable, also eine Quelle, die sozusagen erstmal nicht aus dieser Gin-Zeit kommt, wo jetzt das Hoch der letzten 5 Jahre und alle irgendwas geschrieben haben, sondern die eine wissenschaftlichen Hintergrund hat. Das ist so. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr weiterschaut. Abonniert. Abonnieren, genau. Abonnieren, genau. Und wenn ihr abonniert habt, werden wir euch, und umso mehr Leute uns abonnieren, umso mehr Mühe werden wir uns geben, in die ganze Welt zu reisen, um auf jeden Fall diesen Fragen, die wir jetzt haben, auf den Grund zu gehen. Schauen wir mal, was draus wird. Ist auf jeden Fall bisher schon interessant gewesen und schauen wir mal, was noch kommt. Uns hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Bis Genau. dann. Bis dann. Tschüss.